The fifth plague, diseased livestock. Die fünfte Plage, Viehpest. So, okay, alles klar. Was haben wir hier? Ein Salatblatt. Gut, im Topf können wir nichts machen. Hey, Kuh. Ja. Oh Gott, das sind schön Pestblasen hier, ja? Das ist ja toll. Können wir nochmal jetzt. Okay, wir müssen es auch in einer bestimmten Reihenfolge machen. Na dann. Wollen wir doch mal. Yay. Und ein X markiert den Schatz. Okay, noch X. Mit dem Salatblatt kommen wir nicht weit, also gehen wir mal hinein. Was haben wir hier Schönes? Eine Butte, wo wir nichts machen können. Okay, ab durchs Birkenwäldchen. Was haben wir hier Schönes? Okay. Ah, verstehe. Ja, okay, alles klar. Also, ihr seht's, wir müssen quasi das Obst und Gemüse so hinlegen irgendwie, dass, ne, hier zwei Flächen belegt sind, hier zwei Flächen belegt sind, hier eine, hier eine. Das dürfte dann wahrscheinlich so sein. So, packen wir die Möhre mal dahin, den Dau hin, den da hin. Hier hin. So, und die Aubergine. Tiefer? Tiefer? So. Okay. Oh, jajajaj. Na gut. So, und dahin. So. Die machen wir dahin. Ach, scheiße. So, jetzt haben wir einfach so machen können. So, und jetzt haben wir keine Koordinaten mehr. Ach, okay, alles klar, das können wir aufnehmen. Na, das ist natürlich auch schön. Gut, wir nehmen die Tomate und die Gurke. Sollen wir uns jetzt hier einen Salat machen, oder was? Was ist das? Ein Klo? Nein. Gott sei Dank. Das erinnert mich an den Great Toilet Simulator. Ach, ein großartiges Spiel mit Benny. Hey Leute. Oh. Vater hat ein bisschen verbundenen Kopf. Na, alles klar? Ein Spiegel! Gib mir den Spiegel! I want my burger. Du willst deinen Burger? Ja, wie? Hat dir ja der Vorschalat nicht geschmeckt letztens? Irgendwie ist auch gekotzt. Okay, alles klar. Gut, dann erklärt's wahrscheinlich auch, warum wir das jetzt hier finden. Wir sollen wohl I want my burger. Unserem Onkel einen Burger machen. Warum auch immer. Das ist ein abstruses Spiel, ey. Wirklich. Aber wie gesagt, ich mag das Skurrile an diesem Spiel. Es hat dieses Verschrobene, dieses Surreale. Hey, Ziege. Oh, und über diese Blasen, ey. Müssen wir erstmal hier diesen Eimer. Ja, willkommen bei Pimpelpoppers hier. Ganz schau. Sollen wir mal kurz überlegen.
Okay. Ah, wir müssen sie verbinden. Das ist ja fies. Okay. Okay, hier oben haben wir quasi die Zugpunkte und wie viele damit verbunden werden. Alles klar. Okay, dann schauen wir mal. Kann man das noch? Ja, das geht gut. Und ping, super. Okay, also alles muss irgendwie in die Mitte nachher noch geleitet werden. So. Und hier noch. Ah. Und wieder ein X. Ja, da kann man nichts mitmachen. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Wir brauchen... Oh nein. Oh nein. Oh bitte nicht. Okay, wir haben ein Messer. Der Rusty Lake Burger. Mhm, alles klar. Ja, was haben wir denn hier? Wir haben das Brot, ne? Wir haben was, das wird wahrscheinlich Salat sein. Dann halt das Fleisch, Käse. Was ist das? Das weiß ich nicht so richtig. Soßen, Ditch und Gurke oder Tomate, was ist hier oben? Und dann nochmal der Bun. Okay, na das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Omi, alles gut? My son is always hungry. Ja, dein Sohn ist immer hungrig. Irgendwie können wir ihr jetzt schon was geben? Ja. Gut. Okay, was ist das? Wir haben Ketchup gemacht. Okay, können wir die Gurke schneiden? Das geht auch. Super. Salatblatt wird wahrscheinlich nicht geschnitten. Gibt's nicht. Das Salatblatt wird nicht geschnitten. Okay. Pfanne etc. Okay, gut. Na, wir haben natürlich noch kein Fleisch. Was wir jetzt umplatten können. Ach, ich... Oh Gott, nein, bitte. Ah, oh nee. Ziegenspeck aus dem Fies. Oh, tut mir leid. Tut mir leid. Oh nein. Oh nein. Okay, gut, ich gehe mal erstmal zurück. So, cool. Wo wir vorher erstmal die ganzen Pestbeulen beseitigt haben. Das wird bestimmt auch ein ganz, ganz, ganz toller Burger à la Fallout. Ja, lasst es euch einfach schmecken. Hm. Ach, ich hab mal da. Großfleisch. Ach Gott, aus der lebenden Kuh rausgeschnitten. Ja, tut mir leid. Oh? Oh? Okay, okay. Stiezen wir mal durch. Ein bisschen Milch. Einmal voll Milch. Okay, was sollen wir jetzt mit... Ah, nein. Sollen wir jetzt so Käse machen oder was? Sollen wir jetzt... Ist... Nein. Okay. Na, das ging ja... Das ging ja schnell, ja? Das ist halt reife Zeit. 3 Sekunden. Why not? Und wir müssen ein Stück rausschneiden. Den ganzen, das ganze Käserad können wir natürlich nicht mitnehmen. What a waste. What a waste. Oh. Schweini? Was war das Schwein gerade? Was war das gerade? Was? Das war doch gerade ein Bildschirm oder irgendwas, ne? Okay. Und wir haben wieder etwas Ominöses freigeschaltet. Nobody knows. Okay, gut. Maltas erstmal nichts. Ja, dann würde ich mal sagen. Hau mal rein hier. Nee, geht nicht. Rostfleisch. Hab ich was vergessen? Und schon wieder. Ah, okay. Wahrscheinlich müssen wir erst... Okay, wir müssen erstmal ein Brät machen. Gut, und der Speck muss wahrscheinlich auch erstmal geschnitten werden. Ja, genau. Oma hat es einfach mal drauf. So. Ja, schön. Crunchy muss er sein. Crunchy.
So, und jetzt noch das Hackfleisch. So, schön saftig, so mögen wir das. Gut, wir haben alles. Na, dann könnten wir rein theoretisch unserem Onkel jetzt den Burger machen. Ach, das sind doch... Wozu steht eigentlich dieses scheiß Klo, ey? Okay. Er will erst einen Salat. Na, Salat. Dann kommt... Also eigentlich, wenn es nach mir gehen würde, ich würde unter das Salatblatt erstmal noch ein Tüpfelchen Soße aufmachen. Na? So, dann Salatblatt. Dann das Fleisch. Dann den Käse. Ja. Dann könnte man den Speck aufmachen. Ketchup. Ach, ich finde so, Ketchup ist auch so ein bisschen, fast schon ein bisschen grenzwertig für den Burger. Aber das ist natürlich nur meine ganz persönliche Meinung. Muss natürlich jeder selber wissen, wie er ihn schmeckt. So. Ja, dann hau mal rein, Junge. Ba, 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 ba. Geschurzt. Okay, cool. Können Vater befreien. Und wir haben ihn verbannt. Okay, alles klar. I've still got a headache. Ja, das glaube ich dir, denn dein Sohn hat hier gerade das Großhirn punktiert. Ja, okay. Alles klar. Und nun? Okay, wir haben jetzt den verbannt, wir haben ein Messer. Kann ich das mal hier ein bisschen ordnen? Hier, das sieht ja hier aus wie bei Hempels. Nein. Na? Komm, mach mal wieder zu, Alter. Oh, wo ist er hin? Wo ist er hin? Ist verschwunden. Nein. Nein, bitte nicht. Nein, bitte nicht. Nein, ich will nicht. Oh nein. Oh Gott. Oh nee. Huch. Oh nee. Oh ja. Oh, der schwarze Kubus. Ja, komm, nimm ihn dir. Machen wir erstmal sauber. Oh, ist das eklig. Oh. Ja, obwohl das einfach nur gezeichnet ist, ist das so widerlich. Ja, komm, jetzt sieh doch mit dem Kopf von dem Klo weg. Vision hier in diesem Güllebecken von meiner Mutter, die diese Formel aufzeichnet. Oh Gott. Na, die ist wohl nicht so gut, wa? Oh, warte mal. Kann ich hier noch zur Seite scrollen? Nee. Alter, stabile Seitenlage so ein bisschen fast, wa? Aber nur so fast. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das ist... gerade lobte ich noch die Skurrilität dieses Spiels. Schon denke ich mir so ein bisschen... Ein bisschen weniger wäre auch nicht verkehrt. So, aber... Wir gehen trotzdem jetzt erstmal wieder in den Altarraum und putten den Kubus hier rein und beseitigen die Plage. Schön. Sehr schön. Was wird als nächstes kommen? Ach du Scheiße. Was ist da so? Ach nee. Ist das Bullenpest oder was? Ich schwüre oder irgendein Mist, ne?